Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer weiteren Kampagnen-Episode mit dem legendären Mori hier in der Shoku 2 Total War. Okay, jetzt ist Krieg, ganz offiziell. Wir werden hier jetzt einmarschieren. Shimazu hat uns ja schon den Krieg erklärt. Ich kann leider nicht auf keinem Weg, hier kann ich sie nicht ablassen. Also zumindest wüsste ich nicht, dass das geht. Der schnellste Weg hier ist dieser. Ich werde mich allerdings mal... Mal können die dann noch landen? Lande ich erstmal mit dieser Armee. Okay, von mir aus auch so. Das sind jetzt wie viele insgesamt? 3, 6, 7er. 10, 13, 16, 19, 21. Das hauen wir platt, das hauen wir auch platt. So, jetzt wollten wir noch die Sabotage in Angriff nehmen. Jetzt sehe ich gerade, weil ich hier gelandet bin, hier war noch was. Dann versuchen wir erst einmal, mal sehen, wer hat die höchste Chance. 51 ist allerdings nicht so gut, aber trotzdem müssen wir es versuchen. Dankeschön, du bist der Held des Tages offiziell. Und dann haust du die noch platt. Danke. Sehr schön, dann sind wir die beiden schon mal los. Jetzt haben wir nur noch maximal diese andere Geschichte. Die beide sind ja unmittelbar zusammen. Das ist okay. Und jetzt kommen wir noch mit dieser Armee hinterher. Genau. Also das heißt, diese Armee wird sich mit dieser Armee hier rumschlagen müssen. Das ist okay. Die sind jetzt alle hier erstmal außen vor. Ich versuche die dann nochmal zu sabotieren. Hier hat er noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Aber okay, also das heißt, wir können nächste Runde hier angreifen. Das können wir auch einnehmen. Es kann sein, dass er jetzt in Higo reingeht, aber das ist mir egal. Soll er von mir aus machen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich seine Armee finden kann. Ich muss hier irgendwo sein. Hier ist sie nämlich nicht. Und das gehört ihm ja nicht. Alle anderen Provinzen habe ich ja sichtbar. Hier kann sie nicht sein. Das ist unmöglich. Die war ja mal hier gewesen und jetzt ist sie irgendwie weg. Verstehe nicht, wo die ist. Wir haben mit den Shosokabe Frieden geschlossen. Ich weiß nicht, ob das hält. Schauen wir mal. Aber ich habe es erstmal gemacht, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Oh, das ist interessant. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Also schließe ich die beiden mal zusammen. Das ist sicherer. Jetzt habe ich schon so viele Trade Notes verloren hier. Aber gucken wir erstmal nach den Handelsschiffen. Na super, zumindest die habe ich jetzt schon sehr gut bestückt. Es wird doch. Die nehme ich alle mit, bis auf die eine. Hole ich mir das zurück, was mir zusteht. Fahren wir dann zusammen hoch. Genau. Das macht Mut. Ich finde das ja so geil, dass jetzt hier allein die Sabotagen so gut geklappt haben. Belagert der oder macht er einfach nur Scheiß? Ach so, stimmt, wir sind nicht im Krieg. Mein Fehler. Trotzdem ist irgendwie komisch, dass er das macht. Ja. Oh,
So, jetzt muss ich mal wieder zu meinen ursprünglichen Plänen auch mal wieder gehen und mich nicht nur auf diese Invasion vorbereiten. Denn hier haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir bauen auf jeden Fall das Lager. Andere Einheiten wüsste ich jetzt auch gerade hier nicht. Ich will ja dann, nachdem ich die Shimazu besiegt habe, gleich die Otomo vernichten. Und dann plane ich da echt diese ganzen Vorteile vom Westen Japans für mich auszunutzen. Das betrifft auch das, was in Busen auf uns wartet. Nämlich diese, ja, Präzisionsgeschichte. Die ja schon sehr geil ist. Du gehst da rein. Ich könnte einen neuen Agenten machen. Brauche ich den irgendwo? Nur einen Mönch, ne? Kein Metzger. Ne, nur Mönch. Ich könnte vielleicht... Na gut, ich brauche nicht unbedingt einen. Ich könnte hier noch einen machen. Allerdings wäre das nicht schlecht, um das Christentum ein bisschen weiter einzudämmen. Ja, mache ich das mal. Sehr gut. Jetzt haben wir die Schiffsgeschichte soweit durch. Die Agentengeschichte, da scheint jetzt ja, nicht unbedingt mehr zu sein. Die hier sollen ja da bleiben, damit sie halt ein bisschen... Oh, er rankt dann auf, das ist gut. Ach, ihn hatte ich auch darauf geskillt, okay. Das kann ich sowieso nicht mehr. Da muss ich ja dann auf die Stufe gehen. Hier hätte ich jetzt natürlich auch nicht bestechen. Wobei... Festnahme, ja. Ich denke, das skill ich dann... Erweiterung des Sichtfeldes. Ja, ich skill das mal durch. Ich habe das jetzt noch nie gemacht, wirklich, aber gut. Ich fand's ja mal interessant. Ich werde schon meine Gründe gehabt haben. Das liegt ja schon wieder so weit zurück. Inzwischen von den Aufnahmen her. Wahnsinn. Zwei Runden. Schade, dass ich es nicht mache. Schade, dass es nicht hier in Bushido ist. Das wäre viel nützlicher gewesen. Da hätte ich das schneller hier. Das habe ich in einem Jahr. Das heißt im... Ja, okay. Haben wir ja schon gesagt. Im Frühling 58. Das war nicht kaputt. Ach, hier war noch was. Ah, das lasse ich auch mal... da lang fahren. Kann ich hier mal wieder mal reingucken, was die Otomo alles haben. Die haben ja doch recht wenig. Ich weiß gar nicht, wieso. Ist gut für mich. Oh, sind nur noch unfreundlich. Das heißt, die Beziehungen steigern sich stetig. Das wird natürlich, das wird nicht mehr zum Frieden kommen. Da bin ich ja froh, dass ich dann noch Gelegenheit hatte, einmal das zum Frieden zu machen. Jetzt kann ich nochmal die Steuern hochmachen. Dann kriege ich nochmal massig Geld. Okay, also das hier machen wir. Diese beiden Armeen sind bewegungsunfähig. Nur diese Armee kann sich hier noch bewegen. Es kann sein, dass sie vielleicht noch mit dazukommt. Allerdings wäre das jetzt nicht das große Problem. Die kriegen wir auch noch down. Wenn er das macht, hätte er aber hier ein Problem. Deswegen glaube ich nicht, dass er die da wegbewegen wird. Wir holen uns direkt danach diese Provinz hier. Sind wir auch jahreszeitenmäßig gut dran. Ist kein Winter. Und dann holen wir uns die Provinz und dann hat er ja eigentlich nur noch zwei. Denn wenn ich jetzt hier noch eine Armee hätte, dann müsste ich einfach zack, zack und schon wäre weg. Das wäre so gut, dann müsste ich gar nicht kämpfen. Das heißt, ich muss unbedingt, nachdem ich das hier durch habe, gegen diese Armee kämpfen, die er da noch hat, wahrscheinlich. Und vielleicht einen Teil doch irgendwie dahin schicken oder versuchen nochmal eine Unruhe auszulösen. Ich glaube, das versuche ich dann einfach nochmal. Ich habe ja das Geld und wenn sie sterben, egal. Ich versuch's einfach. Wenn's klappt, ist es doch gut, weil er hat die Provinzen nicht besetzt. Das ist doch gut, wenn er das... Wenn ich das hinbekomme, ja. Hätte ich eigentlich auch schon mal früher versuchen können, aber die Chance war ja nicht so riesig. Und ich wollte eigentlich auch richtig das euch zeigen. Da ist es dann irgendwie untergegangen. Naja, aber ich bin wieder recht gut motiviert. Das finde ich das Wichtigste hier bei so einer Episoden... Bei so einem Episodenführer, wenn man so will. Alles andere ist ja wertlos. Schicke ich mal hier hin zurück. Damit das da hinten vielleicht noch helfen kann, wenn es gebraucht wird. Was bauen kann ich jetzt nicht mehr, außer vielleicht noch ein Handelsschiff. Wie viel brauche ich denn da noch? 3, 6, 7, 8, 8, 9.
10. Passt. Ist genau richtig. Und hier hatte ich ja 3, 6, 9, 10. Und hier oben hatte ich auch 3, 6, 9, 10. Dann erobere ich mir diesen Handelsposten zurück und den hier oben auch. Ja, ich gucke nochmal kurz in die Beziehungen. Au, Hatano ist unfreundlich geworden. Wie kommt denn das? Die haben das Bündnis gebrochen, ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, wow, 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 wow. Wie ist das jetzt? Wie kam das jetzt zustande? Kann man mir das mal erklären? Sprecht eure Worte in den Wind. Vielleicht ziehen sie dann an meinen Ohren vorbei. Ich muss es wohl wieder tun. Ich muss ihn schon wieder in das Bündnis zwingen. Aber diesmal komme ich, glaube ich, billiger davon. Es ist so gut, dass wir so viel Geld haben. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, echt. Versuchen wir mal 800 über 20 Runden. Reicht schon. Okay, vielleicht reicht da auch schon weniger. 500... über 20 Runden. Nein, das ist zu wenig. 600 über 20 Runden. Nein, 700. 750. Okay, also will er 800 haben. Ein bisschen ärgerlich, aber okay. Fürs Bündnis mache ich das. Kriege ich da noch einen Kriegsbeitritt? Nein. Ja, hätte mich so gewundert. Okay. Wow, ich lasse mir das echt was kosten hier, das Bündnis. Aber ich brauche diese Hilfe, ja. Jetzt habe ich dir schon so viel Geld gegeben, das ist abnormal. Abnormal, aber ich brauche das einfach. Ich brauche dieses Bündnis, weil ich bin hier so schwach, technisch gesehen. Ich hoffe mal, dass das Bündnis noch lang genug hält, bis ich hier mit meinen Sachen hier fertig bin. Okay, Shima, also jetzt bist du dran. Mach keinen Mist. Das war schon mal der erste Mist. Hat aber zum Glück nicht geklappt. Das heißt, die Armee ist da irgendwo. Wenn der Metzger da ist, dann muss die Armee da irgendwo sein. Okay, hat die Armee nicht rausbewegt. Das finde ich ja schon mal geil. Das heißt, ich kann meinen ersten Zug auf jeden Fall, denke ich, gefahrlos durchführen. Das ist schon mal, ja, recht passabel. Ist nicht super, aber es ist recht passabel. Jetzt versuche ich gleich, bevor ich angreife, erstmal die Armeen zu sabotieren wieder. Und ich denke nicht, dass die Chosokawa in naher Zukunft mir den Krieg erklären. Ich glaube auch, die Otomo haben es nicht deshalb gewagt, weil ich so starke Freunde habe. Also, ich habe das selten gemerkt, dass ein Clan es so sehr achtet, dass man so starke Verbündete hat. So, bitte, bitte jetzt nicht nochmal das Bündnis brechen, Hatano. Bitte nicht. Bitte nicht. Sieht nicht so aus. Gesuchte Festnahme, wachsende Unruhe. Bitte nicht. Ach, sie haben es tatsächlich wieder gebrochen. Oh, Mann. Sprecht eure Worte in den... Ist doch nicht wahr, oder? Die haben schon wieder das Bündnis gebrochen. Das darf doch nicht wahr sein. Naja, jetzt gucke ich erstmal, dass ich hier dem Herr werde, bevor ich da rangehe. Das ist unbesetzt. Ich heiße, ich kann das angreifen, aber bevor ich das mache... Gucke ich erstmal, ob ich die Armeen hier down kriege. Ah, hier ist die Armee. Okay. Wenn ich hier angreife, wird er bestimmt kommen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich hier nicht nochmal eine richtige... Ich glaube, hier mache ich eine richtige Schlacht draus. Wo dann das nicht verletzt wird. Damit, wenn er dann zurückkommt, er direkt hier angreifen kann. Aber ich das dann auch gut verteidigen kann. Hier ist eine kleine Armee, aber wenn die hier angreift, die hat ja keine Chance. Ein bisschen Garnison da. Okay.
haben beide die gleiche Chance, weil sie auch gleich geskillt waren, ne? Die sind sogar haargenau gleich geskillt. Ja, dann macht es keinen Unterschied. Warte mal, die. Such mal die zwei höchsten. Mit den zwei höchsten Chancen. Ärgerlich. Sehen, welche Armee würde ich am wenigsten. Die ist okay. Die ist ein bisschen nervig. Die ist auch okay. Die könnte man nochmal versuchen. Die nervt nämlich. Dann könnte ich tatsächlich hier schon. Ich könnte die Armeen jetzt aber auch schon auf dem Feld besiegen. Hätte ich dann noch genug Movement Range? Andererseits. Hätte dann nämlich zwei volle Armeen und das. Ich könnte die Armee schon angreifen. Könnte er verstärken. Ich stelle ihn mal hier hin. Er könnte auf jeden Fall verstärken. Ich könnte die angreifen. Da wäre dann, glaube ich, aber nur die in Range. Die nicht. Wenn nicht, kann ich ja auch noch zurückziehen. Ja, das ist jetzt nämlich nicht so toll für mich. Wenn ich die angreife, dann hat er die beiden in Range. Das ist nämlich das Dumme. Nee, dann setze ich ihn lieber hier nochmal unter Druck. Oh ja, neuen Gen auf jeden Fall. Shishido Michiharu. Sehr geil. Den mache ich mal zum Kriegsführungsrat. Da haben wir nämlich noch keinen. Gut. Also, das ist ja schon mal geil. Dann habe ich ja erstmal einen neuen Gen. Das macht dann schon mal sehr viel aus. Dann kann ich, glaube ich, doch mal versuchen. Hätte ich dann noch genügend Movement Range? Nee, habe ich nicht. Oh, dann muss ich es doch machen. Dann muss ich es doch machen. Ich gerade mal gucken. Siege. Ja. Okay, aber das machen wir jetzt richtig. Obwohl er hat. Ach, Kanonen, das könnte nervig sein. Und er hat Lundenschloss Ashigawa. Das ist ja auch alles scheiße. Dann mache ich ja mehr Verluste, ne? Komm. Mach Auto-Resolven. Rang 3. Fein, fein. Friedlich besetzen. Mission reißen wir ab. Die Reisbörse, ich weiß nicht, die kann man, glaube ich, behalten fürs Erste. Nambanviertel hat er ja sogar. Wow. Warendepot. Kann man mit dem Zurück-Button immer nichts. Obwohl, hier hätte ich ja auch machen können. Ja, gut. Handelskolonie. Okay, also Handelskolonie. Na, Warendepot ist aber. Warendepot ist das erste. Achso, das fällt unter. Ah, okay, gut. Warendepot. Was brauche ich denn dafür? Kunst der Seefahrt. Na gut, ob ich da jetzt. Ich, ja, ich, ja, gut. Abreißen muss ich es nicht. Was bringt denn das Piratenversteck? 3 Erfahrung. 3 Handelsabkommen. Also Prozent und das im Gegensatz dazu. Erfahrung auf Handelsabkommen 4%. Naja, gut. Ich lasse das mal. Ich gebe mir da jetzt sowieso nicht so viel drauf.
Gut, jetzt kann er diese beiden Städte eigentlich angreifen. Also technisch gesehen könnte er es. Sowohl als auch mit der kann er es bestimmt auch machen. Ich kann leider nicht in den Daimyo reingucken. So, mit dem mal zu konvertieren. Schade. Kommt er da hin? Nicht, dass ich da einfach umsonst hinlaufe. Doch, ich glaube schon, oder? Sieht aber knapp aus. Ach, schade. Es reicht aber noch, um nochmal eine... Ja, doch. Ich habe gar kein Geld. Moment, aber das kann ich ja nochmal bekommen. Wo hatte ich nochmal was rekrutiert? Danke. Super, bist ein guter Mann. Das heißt, Kushi wird auf jeden Fall eingenommen. Weil hier oben ist ja nichts. Gut. Das heißt, sie hätten dann nur noch eine Sache hier. Aber ich muss wohl mit dieser Armee jetzt hier klarkommen. Das ist eine ganz schön heftige Armee, aber... Ich bin recht zuversichtlich. Gut, hier warte ich jetzt einfach mal. Ihnen muss ich jetzt eine andere Richtung skillen. Das kann ich nicht mehr machen, was ich ursprünglich vorhatte. Das ist okay. Das mit den Hatano geht mir jetzt echt tierisch auf die Nerven. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich denen jetzt noch mehr Geld gebe. Nee. Tragt euer unverschämtes Anliegen vor. Dann werde ich antworten. Die würden wahrscheinlich schon einschlagen, aber wenn das nur eine Runde hält... Und Ehre werden vergeudet. Was wollt ihr? Wenn das nur eine Runde hält, habe ich davon gar nichts. Ihr macht mich arm. Und wenn das da nicht hilft, dann habe ich gar nichts davon. Trügerisch. Nochmal dasselbe zahlen. Wie viel hätte ich ihn dann... Ja gut, ich habe die Steuern gerade auf normal... Dann würde ich daran aber eine Bedingung knüpfen. Ich werde euch Gehör schenken, aber ich hoffe, es lohnt sich. Ja, du wirst mir aber dafür eine Bedingung erfüllen. Es würde wohl drin sein, dass du da gegen Honma mal beitrittst. Wobei, bringt mir ja eigentlich nicht viel. Krieg ich Zugang? Ein paar Runden vielleicht. Das ist ja echt bescheuert. Heirat kann man nicht arrangieren und Geisel hat er nicht. Das ist ja typisch, ne? Die haben die Geiseln. Nee, ich hab keine. Nee. Okay, nochmal 800 pro Runde. Hoffentlich betrügst du mich jetzt nicht schon wieder. Woran lag denn das, dass er das wieder gecancelt hat? Ich versteh's nicht. Bündnis gebrochen, 38. Weh, du brichst das schon wieder, dann werde ich sauer. Das ist jetzt der letzte Versuch, offiziell. Ja. Oh, ich könnte hier wieder Tragt zufrieden bleiben. Euer unverschämtes Anliegen vor, dann werde ich antworten. Der würde aber seine Armeen dort zurückziehen, das wäre jetzt eigentlich nicht so gut. Nee, er soll mich ruhig angreifen. Das hat schon seine Richtigkeit. Jetzt haben wir ja fast ganz Kyushu. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das hier oben. Wie gesagt, das würde er jetzt verlieren. Gut, er hat jetzt zwar eine kleine Armee. Trotzdem. Oh, dann würde Higo wahrscheinlich einnehmen. Naja, gut. Das ist zu verschmerzen.
In der Zwischenzeit komme ich dann wahrscheinlich da oder da rüber, je nachdem. Ich glaube aber nicht, dass er mit der Armee jetzt, ich weiß nicht, ob er da, obwohl er könnte sein, dass er auf dem Weg dahin ist. Das finde ich aber ziemlich dumm von ihm. Also schlauer wäre es eigentlich, wenn er hier lang geht und das wirklich macht, weil hier oben hat er dann die Unruhe auf jeden Fall. Und da hat er das. Wenn er nicht feige ist, dann würde er kommen. Und diesen kleinen Kram hier unten werde ich einfach auch vernichten und das hier oben dann auch. Einfach, es muss alles weg und die Armeen dürfen vor allem nicht immer flüchten. Das nervt mich tierisch ab. Das war der. Kann es sein, dass da nicht noch ein anderer irgendwie kurz davor war aufzuranken? Ah, okay. Wir sind schon wieder so lange in der einzelnen Runde drin, das ist kriminell. Hier oben kann ich jetzt endlich meinen Handelsposten zurückfordern. Glaube ich, oder zumindest wahrscheinlich noch nicht ganz. Ach nee, oder? Ach mein Gott. Sieben, acht, neun, zehn. Jetzt haben die Hatano das da oben eingenommen, ey, wirklich, ohne Scheiß. Das geht mir hier so tierisch auf die Nerven, dass ich hier keine vernünftige... Die Armee hier konnte ich ja abwehren. Hier muss ich auf jeden Fall noch eine Festung bauen. Jetzt mehr als sonst. Gut, die Otomo hassen uns ja erstmal nicht. Der feindlich. Oh, wow, ja gut. Jetzt sieht es wieder ein bisschen anders aus. Gut, hier haben sie nichts, aber hier unten haben sie was. Mehr ist ja eigentlich nicht mehr. Nö. Ich muss jetzt dringend da oben lang. Wenn ich weiter so viel an die Zahlen muss, komme ich ja nie dazu, dass ich das rekrutieren will, was ich rekrutieren will. Das wird dann langsam echt lästig. Mal, dass die territoriale Expansion da wahrscheinlich nochmal schuld war, ne? Wobei, die ist gar nicht groß. Die ist gar nicht mal so groß. Kann das sein, dass da schon wieder ein Ninja weg ist? Der eine ist gestorben. Ach so, stimmt, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen. Mann. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nee, ich denke mal, ich muss aufpassen mit den Steuern jetzt. Hier gibt es auf jeden Fall dann Schwierigkeiten. Hier? Hier nicht. Dann lasse ich es mal auf normal, damit ich überhaupt noch was bekomme. Die Hojo. Ich gehe da oben lang. Aber ich kann ja zum Glück von der einen Provinz in die andere gehen. Hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Well, das werden wir auf jeden Fall machen. Klar. Wir haben keine Chance. Nee.
Das schaffen wir. Okay, ich würde mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Bis dann sage ich mal Sayonara. Bis zum nächsten Mal. Euer Tayairo.